Wenn wir an Moral denken, denken wir natürlich zuerst mal an das, was verboten ist, an Zwang, an Gut und Böse und verurteilt werden. Das muss aber nicht so sein, denn moralische Normen sind natürlich auch die Normen, die unser Zusammenleben ermöglichen. Ohne Moral wären wir gar nicht zu der Art von Mensch geworden, die wir heute sind. Mein Buch ist eine Geschichte der Moral, das heißt, teilweise ist es die Geschichte unserer Moral als biologisches Phänomen und wie Moral unsere Spezies und unser Dasein als Spezies geformt hat, aber natürlich gibt es auch eine Kulturgeschichte, eine Sozialgeschichte der Moral. Den Zeitraum, den ich damit versuche abzudecken, ist eigentlich der Zeitraum der Menschheit überhaupt. Es beginnt vor 5 Millionen Jahren, bis wir dann aus dieser ganzen langen Erzählung heraus in sowas wie einer Gegenwartsdiagnose ankommen. Ich glaube nicht, dass wir eine göttliche Autorität brauchen oder eine religiöse Autorität, um unseren moralischen Normen und Werten Sicherheit und Halt zu geben, sondern das schaffen wir schon allein aus unserer menschlichen Natur und aus unserem humanistischen Verständnis dieser menschlichen Natur heraus. Die Wahrnehmung, die viele Leute, glaube ich, haben, ist, dass wir in polarisierten Zeiten leben. Viele Menschen finden das schwer zu glauben, dass es universelle moralische Werte gibt. Aber ich glaube, dass auch da die empirischen Daten eine sehr eindeutige Sprache sprechen. Das heißt, auf der einen Seite wird Polarisierung und politische Entzweiung überschätzt. Und auf der anderen Seite werden die fundamentalen, viel tiefer gehenden moralischen Werte, die uns alle als Menschen vereinen, in ihrer Wichtigkeit drastisch unterschätzt. Und diese Gleichung neu aufzumachen, das wollte ich auch erreichen in dem Buch. Thank you.